So, hallo und herzlich willkommen zum allerersten Auslosungsvideo der Questbelohnungen hier bei City of Nations. Ja, alle drei Städte hatten drei Quests zu erledigen, dafür hatten sie jetzt 2 Wochen Zeit. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt nach, was Städte so geleistet haben und schauen dann im Anschluss, wer was als Belohnung bekommt. So, da werden wir jetzt hier bei Stadt 1 angekommen. Wir machen das einfach der Reihenfolge nach. So, das hier ist Stadt 1 und wir schauen mal, was die Quest war. Repariert die im Krieg zerstörte Stadtmauer. Die Überreste befinden sich an den Urbäumen eurer Stadt. So, das wurde, wie ihr seht, hier gemacht. Die Stadtmauer wurde wieder aufgezogen. Zwar noch nicht ganz so, wie sie später sein soll, aber sie wurde zumindest schon mal errichtet und man erkennt eindeutig, dass hier eine Mauer drum gezogen ist. Und dementsprechend wurde hiermit die Quest erfüllt. Also Quest Nummer 1 schon mal erledigt. So, Quest Nummer 2. Nehmt zusammen eine Folge auf, in der ihr gemeinsam die fliegende Insel, die sich in der Nähe eurer Stadt befindet, erkundet. Ja, das wurde gemacht. Das könnt ihr auf allen 5 Kanälen nachschauen, die von den Spielern hier in der Stadt, inklusive mir. Da sind wir in dieser Folge hier zu dieser Pinselinsel gegangen, haben sie erkundet und haben sie auch gelootet. So, dann noch die letzte Quest. Damit wurde auch Quest Nummer 2 erfolgreich erledigt. Damit haben sie schon mal 2 Quests erfüllt. So, Quest Nummer 3. Errichte eine Farm, um genug Nahrung zu bekommen, dass jeder satt wird. Okay, das schauen wir mal an, ob es hier eine Farm gibt. Und die Farmen gibt es auch. Hier wachsen Kartoffeln und Weizen. Und wenn die fertig gewachsen sind, dann haben die auf jeden Fall hier keinen Hunger und jeder wird davon satt. Gut, das heißt, Stadt 3 hat schon mal hier jede Quest erfüllt, die sie zu machen hatte und bekommt jeder Spieler aus Pool 3 ein Item. Das wird dann im Anschluss hier ausgelost. So, ich würde sagen, gehen wir direkt zu Stadt 2. So, wir sind bei Stadt 2 angekommen und wir schauen nochmal direkt hier, was Stadt 2 für Quests zu erledigen hatte. Erkundet alle gemeinsam in einer Folge eine fliegende Pilzinsel, die in der Nähe eurer Stadt sich befindet. Ja, dieses haben sie leider nicht gemacht. Das könnt ihr auch überprüfen auf den Kanälen von den Leuten von Stadt 2. Ja, das hat nur Flashlight TV gemacht. Alleine wurde die Pilzinsel erkundet und von daher haben sie diese Quest leider nicht erfüllt. Schauen wir mal, was die nächste Quest war. Errichtet eine Tierfarm, um genug Essen zu haben, dass ihr nicht mehr hungern müsst. Sie haben eine Weizen-Kartoffelfarm gemacht hier, aber sie haben leider keine Tierfarm gebaut. Sie haben mal es versucht, das könnt ihr auch nachschauen, die müsste irgendwo hier stehen, da. Sie haben es mal versucht, hier eine Hühnerfarm zu bauen, die ist aber leider gescheitert. Da ist ein ganzes Huhn drin und davon wird natürlich keiner satt. Und dementsprechend haben sie diese Quest leider auch nicht erfüllt. Schauen wir mal, ob sie die dritte Quest gemacht haben. Errichtet euer Lagerhaus, so wie ein Königshaus an dem hohen Punkt eurer Stadt. So, jetzt können wir auch mal gucken, ob hier irgendwo ein Haus an einem hohen Punkt errichtet wurde. Und das sieht leider schlecht aus. Das hier ist ein Privathaus, das ist von Flechter TV, das Eigenhaus gebaut. Und das ist nicht das Lagerhaus und auch nicht das Königshaus. Und es gibt hier auch an keiner anderen Stelle irgendwo ein hohes, also ein Gebäude, was an einem hohen Punkt erledigt wurde. Damit hat leider Stadt 2 keine einzige Quest erfüllt und dementsprechend bekommt auch kein Spieler irgendeine Belohnung. Vielleicht haben sie es ja nächstes Mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Stadt, Stadt 3, Wolfsbach. So, nun wären wir bei Stadt 3, die sind ja hierher umgezogen. Hier war ja der ursprüngliche Spawnpunkt, damals sind sie aber ziemlich am Anfang weiter nach hinten gezogen, zu einer Burg, die sich hier in der Nähe befindet. Hierhin haben sie sich zurückgezogen, dann haben sie aber entschlossen, sich hier nicht mehr niederzulassen und sind dann wieder zurückgezogen. Dementsprechend haben sie jetzt noch nicht so viel gebaut, aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr wichtig. Vielleicht schauen wir uns einfach mal an, was sie für Quests zu erledigen hatte. Errichtet ein Wahrzeichen für eure Stadt. So. Das haben sie sehr wahrscheinlich gemacht. Ich denke mal, also so wie ich das mitbekommen habe, soll das hier sein. Das soll wahrscheinlich ein Schiffswrack sein. So interpretiere ich das mal, das als Wahrzeichen, da es ja hier am Hafen liegt, passt es ganz gut, ein Schiffswrack als Wahrzeichen zu nehmen. Können wir vielleicht noch schöner außenrum bauen, aber sie haben auf jeden Fall diese Quest erledigt. So, schauen wir mal bei der nächsten Quest. Nehmt zusammen eine Folge auf, in der ihr gemeinsam die fliegende Insel, die sich in der Nähe eurer Stadt befindet, erkundet. So, das haben sie nicht gemacht, so viel ich weiß. Sie konnten es auch nicht wirklich, da Leute in der Stadt gefehlt haben. Und ich würde sagen, dementsprechend haben sie es leider nicht gemacht. Sie haben es auch so nicht geschafft, mit den Leuten, die da waren, das zu machen. Und ja, dementsprechend haben sie diese Quest leider nicht geschafft. Mal schauen, ob sie die letzte Quest gemacht haben. Fangt an, eine Burg zu bauen.
Und das, finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Also man erkennt auf jeden Fall hier, das sollen wahrscheinlich hier Türme werden. Das hier ist der Burgeingang. Und hier wird auf jeden Fall eine Burg entstehen. Und ich würde sagen, diese Quest kann man als erledigt gelten lassen. Dementsprechend bekommt dann aus Schatz 3 jeder Spieler aus Pool 2 eine Belohnung. Und welche Belohnungen das sind, schauen wir uns jetzt im Anschluss hier an. So, jetzt sind wir hier auf der Seite random.org angekommen. Und hier können wir jetzt am besten herausfinden, hier wer welches Item bekommt. Wir haben jetzt auf der einen Seite hier die Questbelohnungen, das kann ich kurz erklären. Es gibt hier einmal den Pool 1, das sind eher nicht so gute Items, wenn man halt nur eine Quest erledigt hat. Das wird aber heute nicht gebraucht. Dann Pool 2 sind schon bessere Sachen, so wie Pool 3. Dann gibt es noch den Pool 4 hier. Und dazu muss ich noch kurz was sagen. Aus Pool 4 bekommt man nur Sachen, wenn man zwei Wertpapiere hat. Was sind Wertpapiere? Ganz einfach. Wertpapiere ist quasi jetzt so eine Bescheinigung, die kann man aus Pool 3 bekommen. Einmal hier und einmal hier. Wenn man zwei davon hat, insgesamt in der Stadt oder als Spieler, kann man die eintauschen gegen eine Auslosung aus Pool 4. Und da bekommt man echt gute Sachen, wie zum Beispiel ein Schärfe 5 Buch, eine Dierspitzhacke, Effizienz 5, ein Nupegold, da kann man richtig viele gute Sachen bekommen. Aber auch mal auch eine nicht so gute Karte ziehen, zum Beispiel 32 Feuerwerkssterne. Ist ganz okay, aber halt gibt viel Besseres, ne? So, auf der anderen Seite haben wir dann hier die Spielerliste von den ganzen Spielern. Hollywood ist ja diesmal ausgeschlossen, da sie ja keine Quest erledigt haben. Aber für die anderen werden wir jetzt hier mal ein Item auslosen. Ja. Spielernerd ist ja leider nicht mehr dabei, aus Gründen, da er keine Lust mehr hat auf YouTube. Also wird er davon ausgeschlossen, aber das macht ja nichts. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Spieler. Das war jetzt, glaube ich, in der Liste. Und da generieren wir jetzt einfach mal eine Zahl. Das ist die 8. Mal gucken, was wir da bekommen. Die 8 ist, das war das vorletzte hier. So, ein Werferrang der Heilung, Stufe 2. Gibt Besseres, ne? Aber gut. Dann bekomme ich einen Heilungstrank. So, Heilung 2 werfbar. Ich schreibe mir das einfach nur kurz so auf, dass ich das dann später weiß. So, dann für Apraxas Gaming, den Tilo. Die 1, was ist denn die 1? Die 1 ist ein Schärfe 2 Buch, ja, das ist schon mal gut. Schärfe 2 Buch können wir hier mal einfach so hinschreiben. Da. So, ein Schärfe 2 Buch. Ich kann das auch eigentlich kopieren, ne? So, dann für RPG Kurga. Mal gucken, was er bekommt. Er bekommt die 9. Und die 9 war ein Dia-Helm. Das würde ich sagen, nicht schlecht. So, den Dia-Helm können wir eigentlich auch hier wieder hier rauskopieren. So, den bekommt er. So, Akatsuki Tobi, der Chris, bekommt die 8 und das war dasselbe, wie ich bekommen hatte. Ein Werfertrank der Heilung. Einfach mal hier in dem Trank kopieren. Und dann noch die Nigitron. Was bekommt sie? Sie bekommt die 1 und die 1 war ein Schärfe 2 Buch. Ja, also ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für uns alle. ist ganz gut, ich würde sagen, damit kann man leben. Dabei waren ja auch eher einfache Quests zu erledigen und daher sind die Belohnungen ganz gut. Die Quests, also die Belohnungen können ja auch nochmal wechseln. Also es kann sein, dass bei der nächsten Auslosung nochmal andere Belohnungen hier zu sehen sind und nicht dieselben. Aber das Prinzip mit den Wertpapieren wird bleiben. So, Hollywood wird übersprungen, da sie ja nichts gemacht haben. Und jetzt sind wir hier bei Wolfsbach und wir fangen an mit dem Stormy LP. Generieren wir mal eine Zahl. Eine 9, aber diesmal ja nicht aus Pool 3, sondern aus Pool 2 kriegt er die Items. So, er hat einen 9 bekommen und das wäre jetzt hier in dem Fall ein Eisenblock. Ich würde sagen, das ist ganz okay. Aber wie gesagt, wenn man halt mehr Quests erledigt, kann man auch bessere Belohnungen bekommen. So, Stormy bekommt einen Eisenblock. Für Wogon, was kriegt er dann? Er kriegt die 5. Und die 5 ist da 1, 2, 3, 4, 5, ein Spawn-Ei vom Pferd. Ich würde sagen, also damit drüber hätte ich mich auch gefreut. Mehr wahrscheinlich als über einen Heilungstrank. Also wie gesagt, man kann auch Glück haben, wenn man weniger, also viel Quests erledigt hat. Kann man Glück haben, muss aber das sein. Und je nachdem, wie man das halt noch sieht. So, Silox LP bekommt die Zahl 2. Und die 2 war 16 Expierungsflaschen. Okay. Das bekommt der gute Silox. Und der Chuck, der bekommt die Zahl Nummer 2. Und ich glaube, das war dasselbe wie gerade eben. Ja, 16 XP-Flaschen. Gut, damit sind die ersten Belohnungen ausgelost worden von den ersten 2 Wochen, von der ersten Quest, beziehungsweise vom ersten Questbuch. Und gut, da wäre ich fast auf eine andere Seite gekommen. Ja, das hier sind die Belohnungen für die Spieler. Schaut es euch an. So. Ja, die kriegt ihr jetzt in der nächsten Folge. Also ich werde jetzt gleich auf den Server gehen und jeder wird dann eine Kiste bekommen, jede Stadt, und da werden dann die Sachen drin sein, wo sich dann jeder die Sachen rausnehmen kann. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in dem nächsten City War Video, beziehungsweise dann am, ich kann mal kurz das Datum raussuchen.
Hier am 2. bzw. 3. Januar sehen wir uns wieder bei der nächsten Auslosung, wenn alles klappt. Mal schauen, wer diese Auslosung machen wird, ob ich das sein werde oder jemand anderes, der Flippo zum Beispiel oder der Elias, da ich wahrscheinlich im Urlaub bin. Mal schauen, wie wir das machen, aber das werdet ihr alles noch mitbekommen. So, das war die erste Auslosung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mystery.